Schön, dass Sie wieder dabei sind. Die Sendung nach der Wahl. Danke sehr. Monatelang fiebert man hin auf so eine Bundestagswahl. Ja, es ist die Sendung 1 nach der Wahl. Und mal ganz ehrlich, was haben wir uns da bitte für einen Scheiß zusammengewählt, meine Damen und Herren? Waren wir alle besoffen letzten Sonntag oder was? In diesem Sinne, herzlich willkommen zu unserer neuen Rubrik. Sag mal, Deutschland, bist du eigentlich doof? Genau. Die Frage darf man schon mal stellen. Deutschland, bist du eigentlich doof? 41,5% für Merkel. Ich sag Ihnen, eigentlich müsste Joachim Gauck sagen, hier, Hefte zurück, ihr Idioten, das macht ihr noch mal. Ja. Leider verwählt. Wenn man auf die 299 Wahlkreise in Deutschland schaut und wer da jeweils das Direktmandat gewann. Was soll das? Das sieht aus wie die Lunge von Helmut Schmidt, meine Damen und Herren. Das ist irgendwo da drin ist noch ein grünes Direktmandat von Herrn Ströbele. Ja, gut, Angela Merkels Sieg ist der Beweis, der Wähler, man könnte auch sagen, der Deutsche, will keine Inhalte. Er will einfach nur seine Mutti. Verlässlich, langweilig, aber wenn es sein muss, auch streng. Selbst beim Feiern. Achten Sie jetzt mal drauf, wie sie reagiert, wenn der irre Hermann Gröhe versucht, mit einer Fahne zu wedeln. Achtung. Bist du bescheuert, Gröhe. Letzte Mal, dass ich dich mit auf eine Party nehme. So doof, ey. Ja. Wie so einem kleinen, dicken Kind nimmt sie ihm die Fahne weg. Ja, zu dem Zeitpunkt, da wussten die von der CDU noch nicht, dass keine Sau mit ihnen regieren will. Deshalb waren die wahrscheinlich so ekelhaft ausgelassen und nichts. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist nichts schlimmer als ausgelassene Konservative. Achtung, Schutzbrille und Ohrenstöpsel in 3, 2, 1. Völlig entfesselter Volker Kauder. Ja, Sie sahen die erschütternde Interpretation des Klassikers der CDU-Punkband Die Toten Hosenanzüge, meine Damen und Herren. Direkt danach hätte Campino eigentlich zurücktreten müssen. Schlimm. Und die Merkel, mit diesem Ergebnis hält die Frau jetzt natürlich keiner mehr auf. So viel Oberwasser, selbst schleimigste Journalisten werden neuerdings gnadenlos abgewatscht. Bisschen aufgeregt ist man natürlich auch. Ja, das finde ich aber auch schön, ganz ehrlich. Ich finde es schön, wenn auch eine Bundeskanzlerin noch ein bisschen aufgeregt ist und auch so ein bisschen Kribbeln im Bauch hat, oder? Ja, ja. Also ob Sie das schön finden, das ist egal, aber es ist so. Bam! Drauf geschissen, was du findest. Ja. Ja, ja. So ist sie jetzt drauf. Ja, aber das haben Sie ja sicher auch verfolgt. Die Siegesfreude, der Taumel ist schnell verflogen. Denn die CDU braucht jetzt einen neuen, willigen Koalitionspartner. Die absolute Mehrheit hat sie ja um Arschhaaresbreite verpasst. Und hier, was ist denn mit der SPD oder mit den Grünen? Was SPD und Grüne angeht, hat sich ja in erstaunlicher Schnelligkeit heute Vormittag schon bewiesen, was ich heute in aller Früh schon einigen von Ihnen gesagt habe. Ja, danke, Opa, die Zeit haben wir nicht. Meld dich, wenn es dir einfällt. Leute, ich verstehe ja eure Bedenken, liebe Freunde von den Grünen und von der SPD, aber wir haben bald wieder Euro-Krise. Da braucht die Merkel dringend einen Koalitionspartner, der hinterher schuld ist. Los jetzt, einer muss ran, Freunde. Ne? Ja, natürlich, natürlich. Einer muss es doch machen. So ist das in der Demokratie. Aber ich verstehe die Zurückhaltung, denn die Merkel ist natürlich so ein bisschen wie eine heidnische Gottheit. Im Grunde ein Monster, das alle 4 Jahre ein Menschenopfer verlangt. Hier, so sehen die aktuellen Albträume von Sigmar Gabriel aus. Ja.
aufpassen. Von so einem Gabriel kriegt man ganz schnell Sodbrennen. Angeblich, so habe ich heute gehört, will ja die SPD sondieren, heißt es. Aber trotzdem, warum ziert man sich so? Warum will aktuell keiner die neue Bitch von Frau Merkel sein? Wie geht's weiter nach ihrem großen Triumph? Reden wir drüber mit einem Mann. Ich bin stolz, das sagen zu können, der Angela Merkel noch nie persönlich getroffen hat. Olaf Schubert, meine Damen und Herren. Intimer Kenner der CDU. Ja, Olaf, fast 42% für Merkel. Was ist das Geheimnis dieser Frau? Ich muss erst mal sagen, dass ich mich darüber freue, dass es einer Frau gelingt, so lange die Macht an sich zu reißen. Das muss man ja auch mal im geschichtlichen Kontext sehen. Ne? Also wenn man zurückblickt über Epochen, die Diktatoren, die Unterdrücker, das waren immer Männer. Ne? Also Caesar, Nero, Alexander, Napoleon, Ceausescu, Gaddafi, Stalin, wie sie alle heißen. Und immer waren die Männer die Diktatoren und die Frau Merkel ist eigentlich wirklich die Erste. Die ist natürlich keine Diktatorin, klar. Da fehlt ja die weibliche Komponente. Aber sie hat die Macht an sich gerissen und ich finde, sie macht das gut. Sie ist schon gewählt worden. Mehrfach. Sie hat. Und für mich ist sie wirklich eine der besten Bundeskanzlerinnen, die wir je hatten. Ja. Also ja, innenpolitisch souverän und außenpolitisch macht sie das auch sehr gut. Also ne, sie kann Spannungen abbauen, absorbieren, glaube ich sogar. Ne, also sie hat ja mit ihrem bloßen Charme den Ausbruch des Dritten Weltkriegs bis heute verhindert. Das ist richtig. Ja. Das kann ihr keiner streitig machen. Ja. Und obendrein, weil du fragst nach dem Erfolg, ich glaube, das ist der Durchhaltewillen. Also sie bleibt sich treu. Ne? Wurde immer geschimpft, da wurde immer gesagt, hier, sie steht nur im Schatten von Kohl. Das ging gar nicht anders. Ne? Naja, der hat ja mit seinem Schatten ganz Deutschland verdunkelt. Ne? Da gab es ja die gefürchteten Kohlfinsternisse. Die Kohlfinsternisse, absolut. Und man hat sich früher oft lustig gemacht über sie. Das fand ich auch nicht gut. Man hat sich über ihre Äußerlichkeiten mokiert. Aber sie hat sich gewandelt und aus dem kleinen, hässlichen Entlein. Aus dem kleinen, hässlichen Entlein ist ein Schwan geworden. Also zwar immer noch hässlich, aber das ist ja egal. Ja. So geht politisches Kabarett, meine Damen und Herren. Ja. Im Moment zieren sich ja die möglichen neuen Partner, Grüne und SPD. Noch heute Abend haben ja die SPD-Leute zusammengesessen. Wie erklärst du dir, dass sie im Moment sich noch so zieren? Und warum wollen sie noch nicht mit ihr regieren? Ja, dass sie überhaupt bei so einem Sieg noch jemand zum Regieren braucht. Also ich glaube, wegen 5 Sitzen. Also wenn ich Merkel wäre, da würde ich wegen 5 Sitzen, da würde ich einfach ein paar Hocker ins Parlament stellen, dann hätte sie die Mehrheit. Ich finde Demokratie ja gut, aber ewig dieses Gezerre, das also mich nervt's. Ich würde sagen, wenn keine Mehrheit da ist, dann muss eben die Minderheit regieren. Ich meine, das sind auch ganz schön viele, wenn man das zusammenrechnet, bloß eben ein paar weniger, mehr nicht. Ne? Ja. Ja. Es deutet ja vieles darauf hin, dass die SPD ihre Mitglieder, die Basis, befragen will, ob sie in die Große Koalition gehen will. Ich habe noch mal nachgeguckt. Das letzte Mal hat die SPD 1993 die Mitglieder gefragt, wer Kanzlerkandidat werden soll. Heraus kam Rudolf Scharping. Also man merkt, die Basis hat ein Händchen. Der größte Stolperstein in den kommenden Koalitionsverhandlungen könnte aber, sagen viele Experten, auch die Schwesterpartei der CDU, die CSU, sein. Naja, das wird immer so kolportiert. Schwesterpartei, Schwesterpartei. Ich glaube, so grün sind die sich auch nicht. Das ist nicht alles so Heitschi-Bumbeitschi. Also, ich meine, die sind schon verwandt, klar. Aber das ist jetzt, die CSU ist jetzt nicht die liebe Schwester. Ich glaube, das ist eher so der behinderte Cousin. Also die. Ja. Der Cousin hat uns schon dem Rest von Deutschland das Betreuungsgeld aufgedrückt. Jetzt wollen sie uns die Pkw-Maut für Ausländer aufdrücken. Wie findest du die Idee? Naja, ich finde, man kann nicht alle Ausländer so über einen Kamm scheren. Es gibt ja solche und solche. Also, naja. Jetzt kriege ich Angst. Nein, ich meine, es gibt ja Ausländer, die sind bloß ein bisschen ausländisch. Und dann gibt es ja auch welche, die wirklich so aussehen. Und da finde ich, da müssten die auch mehr bezahlen. Also, ich bin aber dafür, dass man das natürlich sozial staffelt. Also die Pkw-Maut für Ausländer darf nicht so hoch sein. Wir wissen ja, wie die sind, dann wollen die sparen. Ne, die Ausländer, dann wollen die sparen, dann stellen die ihr Auto an der Grenze ab und klauen sich eins bei uns. Ne? Das muss verhindert werden.
Jetzt gäbe es ja rechnerisch eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün. Immerhin eine Mehrheit von 8 Sitzen. Das ist mehr, als die FDP insgesamt geholt hat. Kann man es nicht einfach mal versuchen? Ich meine, was haben wir zu verlieren? Das stimmt. Also Rot-Rot, das ist ja dann im Prinzip schon Kommunismus mit Grün. Also ein kommunistischer Kommunismus mit ökologischem Anstrich. Das wäre quasi Planwirtschaft auf grüner Basis. Da ging es bestimmt drunter und drüber. Das wäre bestimmt ein Tofu Wabohu. Ja. Fände ich eigentlich interessant, muss ich sagen. Das wäre bestimmt spannend. Aber ich glaube, das können wir unseren Bündnispartnern nicht antun. Da würde bestimmt die Amerikaner, die würden schon nach ein paar Tagen Drohnen schicken und die Führungsriege ausradieren. Also ich denke auch, dass es anders kommt. Ich bin dafür, dass Frau Merkel das, und ich habe auch ein Lied geschrieben, eine Ode an unsere neue Herrscherin. Das würde die Gitarre erklären, die da steht. Ja, die ist hier nicht hier gewachsen, die wurde hingestellt. Und ich möchte auch mal den Mensch, der hinter der Fassade, also auch mal, ich möchte die Maske, die hinter der Fassade ist, auch mal zum Vorschein bringen und die Menschen wachrütteln. Wenn wir es nicht verhindern können, dann bitte. So. Sie lässt sich nicht betrügen und sie lässt sich nicht unterkriegen. Sie verlässt sich auf ihren Verstand, sie baut keine Schlösser aus Sand. Sie baut Brücken gegen den Strom und leistet Widerstand mit 0 Ohm. Sie ist sie und sie ändert sich nicht. Sie ist sie und selbst wenn sie jemand anderes wäre, wäre sie er. Sie ist sie und sie ändert sich nicht. Denn nur so hat sie Rückenwind im Gesicht. Olaf Schubert, meine Damen und Herren. Olaf Schubert. Was genau dieses Lied gerade mit Angela Merkel zu tun hatte, das lesen Sie auf Texttafel 555. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das ist heute keine leichte Sendung und ich frage mich, gibt es eigentlich ein Leben nach der FDP? 4,8%. 4,8. 64 Jahre lang ununterbrochen im Bundestag. 4,5 Jahre lang ununterbrochen in der Heute-Show. Und jetzt nur noch Leere. Leere und natürlich diese gnadenlose Häme auf allen Kanälen. Noch steht hier FDP im Deutschen Bundestag. Man wählt doch niemanden, der sich zum Wurm macht. Profillosigkeit. Sargnagel. Abgestraft. Tage der Tränen. Im Studio wurde der Stuhl entfernt. So schnell kann man aus der Berliner Runde fliegen. Kaum jemand trauert ihr nach. Die FDP nur so als kleiner Splitter, noch nicht mal breit genug, um den Parteinamen da drauf zu setzen. Was hat an dir und die FDP gemeinsam? 4,9%. Öffentlich-rechtlicher Humor vom Allerfeinsten. Ach, jetzt kapiere ich den erst. Der ist gar nicht schlecht. Über 10% der FDP-Wähler von 2009 verschwinden einfach spurlos. Das ist eine Parteihinrichtung. Ja, und es war die Woche der Abschiede. Die komplette FDP-Führungsriege hat diese Woche sinngemäß gesagt: Ich danke Ihnen, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Abschied ist ein schweres Schaf. Ne? Aber woran lag es eigentlich? Woran lag es genau? Wer ist schuld am Tod der FDP? Ein echter Krimi. Und ich werde nicht eher ruhen, bis ich den Schuldigen gefunden habe. Ich saß seit Stunden in meinem Büro und starrte ins Nichts. Mein Kopf fühlte sich an, als hätte Peter Altmaier darin Cha-Cha-Cha getanzt. Und ich musste diesen mysteriösen Todesfall aufklären. Ich hatte ja schon viel gesehen, aber der Anblick dieser toten Augen, grauenhaft. Welche Bestie war zu sowas fähig? Wer hatte sie aus dem muckligen Bundestag geschmissen? Wer hatte das gemacht? Wir haben's gemacht! Ach so. Ihr selber. Also Selbstmord, das wäre eine Spur. Oder doch nur ein Missverständnis? Vielleicht hatte der doofe Wähler die peinliche Zweitstimmenkampagne ja falsch verstanden und gedacht, die Liberalen wollen insgesamt nur 2 Stimmen. Wer weiß.
da passiert ist, war ein verdammtes Massaker. Für die Überlebenden galt es jetzt nur noch, wie für so Schleckerfrauen, schnellstmöglich eine Anschlussverwendung selber zu finden. Viel Glück. Ja. Der Gerichtsmediziner hatte bei der Obduktion in der Parteileiche keine Inhalte mehr gefunden. Gar keine. Meine Ermittlungen waren in einer Sackgasse, als plötzlich diese unglaubliche Blondine in mein Büro kam und sagte: Unterstützen Sie den Wahlkampf der FDP? Einen Scheiß werde ich tun. Ich kannte die Frau aus vielen Filmen. Ich kannte sie aus vielen, vielen Filmen und weil ich eh gerade in der Stimmung war, fuhr ich ins Rotlichtviertel. Dort gab mir ein sehr, sehr schmieriger CDU-Informant den entscheidenden Hinweis. Wir haben keine Stimme zu verschenken und Mitleidsstimmen für die FDP brauchen wir nicht. Was für eine kaltherzige Hackfresse, meine Damen und Herren. Nur eine Handvoll Stimmen hat den Liberalen zum Überleben gefehlt. Aber die Schweine von der Union lassen sie eiskalt in der Gosse verrecken. Verstehen Sie? Das war kein Unfall. Das war Mord. Die schwarze Witwe hatte wieder zugeschlagen. Fall gelöst. Aber was jetzt? Ich beschloss mir noch ein paar der Filme von dieser seltsamen FDP-Blondine anzugucken. Wie hieß die Olle noch? Christian Lindner, glaube ich. So. Gott. Na ja, klar, wir lachen hier, aber für FDP-Politiker beginnt jetzt eine ganz schwere Zeit. Diese Leute haben zig Jahre im Bundestag gesessen und müssen sich jetzt auf einmal in der Realität zurechtfinden. Nicht leicht. Petra Radetzky mit einer wirklich erschütternden Reportage. Ja, Oliver, die Abgeordnetenbüros der FDP hier in Berlin sind bereits verwaist. Nur der Hausmeister patrouilliert noch durch die Räume, weil manche es einfach nicht wahrhaben wollen. 150.000 Stimmen gefehlt! Ich will da nicht raus. Nein! Nein! Traurig, aber es geht nicht anders. Dieses Büro kriegt jetzt einen Politiker von den Linken. Was? Linker? Das könnt ihr nicht machen. Die Linken stinken. Es hilft nichts. 93 FDP-Abgeordnete werden jetzt ins normale Leben quasi ausgewildert. Na komm. Natürlich muss er sich erst mal gewöhnen an die neue Umgebung. Im Bundestag hat er viele wichtige Fähigkeiten verlernt. Einkaufen, mit Menschen aus dem Niedriglohnsektor reden. Das kennt er gar nicht. Wie süß! Nimm Kontakt auf! Na, jetzt bin ich mal gespannt, ob er seine alten Gewohnheiten ablegt. Guten Tag. Guten Tag. Möchten Sie mit mir über ein einfacheres, niedriges, gerechteres Steuersystem sprechen? Oh, das war knapp. Aber er war einfach noch nicht so weit. Oliver, da dürfen wir als Gesellschaft jetzt nicht einfach wegschauen. Wenn jeder von uns auch nur einen Liberalen bei sich zu Hause mit der Flasche aufpäppelt, dann gibt es Hoffnung für diese einmaligen Geschöpfe. Ja, du bist ein Feiner. Ein ganz, ganz Feiner. Ja. Und gleich gucken wir im Fernsehen, wie die Große Koalition den Mindestlohn beschließt. Ja, ist ja gut. Ja. Zurück ins Studio. Schöne Bilder. Petra Radetzky, meine Damen und Herren. Aber auch verstörende Bilder. Ja. Habe ich heute gelesen, viele wissen das gar nicht. Philipp Rösler hat damals seine Ausbildung zum Augenarzt abgebrochen, kann deswegen heute keine Patienten behandeln. Also Kassenpatienten, klar. Aber keine FDP-Wähler halt. Ja, die FDP und ich, wir haben uns getrennt schon letzte Woche. Und erst habe ich gedacht, geil, wieder Single, weißt du, mal wieder mit wechselnden Parteien rummachen und so. Aber dann habe ich gemerkt, nee, das bin ich gar nicht. Ich bin der Typ, ich brauche was Festes. Liebe AfD. Willst du meine neue FDP sein? Ja. Hast du Bock, dich jede zweite Sendung von mir beleidigen zu lassen? Wäre das was? Komm, ich finde, wir testen mal wenigstens, ob ihr das gleiche Comedy-Talent habt wie die FDP. Gibt es bei euch auch so ein paar richtig, ich weiß nicht, schrullige Typen? Ich sehe uns bei 7%. Ehrgeiziges Ziel. Oh, ich finde, da ist noch Luft nach oben. Oh, finde ich nicht.
Ja, schon mal gut. Ja, geht in die richtige Richtung. Sind die unsere neue FDP? Ich meine, warum nicht? Ganz im Geiste der Liberalen lassen die sich von reichen Gönnern aushalten. Ne? Zum Beispiel vor der Wahl mit teuren Anzeigen in der FAZ. Eine kostet 64.000 Euro. Und die kam von einem ominösen Freundeskreis. Und was ist dieser Freundeskreis, der Werbung für Sie macht, ohne dass Sie... Ein Freundeskreis. Genau so, wie er sich nennt. Ein Freundeskreis halt. Wenn es ein Kreis von Arschlöchern wäre, hieß es ja Arschlochkreis. Ehrlich, Leute, ich glaube, ihr habt heute schon Potenzial. Was mir auch sehr gut gefällt, ist dieses dezente Ansprechen von, ja, sagen wir mal, national gesinnten Menschen. Sehr subtil, wirklich. Meine Damen und Herren, wir haben so viel an Entartungen von Demokratie und Parlamentarismus in den letzten 4 Jahren erlebt. Ja, Entschuldigung. Nee, wirklich jetzt mal. Das sind doch wieder die Mainstream-Medien, die jetzt in die Ecke schieben wollen. Nee. Sehr enttäuscht, dass wir über sowas lachen. Hat Josef Goebbels vielleicht ein Patent auf das Wort entartet? Ach so, hat er? Ja, dann. Ja, mehr zu Bernd Lucke's Weltbild sehen Sie übrigens beim großen Themenabend AfD auf dem neuen Sender Entarte. Ja, dafür nicht. Ah. Nein, die sind... Das könnte eine richtig gute Sache werden mit der AfD und uns. Macht mal genauso weiter. Noch irgendjemand eine Nazi-Metapher? Ich freue mich darüber, dass so viele Deutsche erwacht sind. Läuft. So, fast schon da. Jetzt brauche ich nur noch eine offizielle Geste von der AfD-Homepage. Danke, meine Damen und Herren. Ja. Vielen Dank. Haben Sie nach einer halben Stunde wieder runtergenommen von der Seite? Ich weiß gar nicht, warum. Übrigens, ganz im Ernst, glaube ich gar nicht mal, dass das wirklich eine richtig rechte Partei ist. Die sagen sich halt nur mit erfrischender Offenheit. Ja, differenzieren nicht nach Stimmen, sondern wir sagen einfach, wir brauchen 5%. Und während wir mit diesem guten Programm, das für die Bürger ist, das aus der Mitte der Bürger kommt, auch Leute am rechten Rand ansprechen, ich kann ihnen nicht verbieten, uns zu wählen. Nee, ich möchte die sogar ausdrücklich auffordern, uns zu wählen. Die lieben Nazis, das ist der Spirit. Liebe AfD, wir werden eine wunderbare Zeit zusammen haben. Ja. Ja, meine kleine Prise Romantik in der Sendung, das gönnen wir uns. Aber bevor die Stimmung zu gut wird, meine ganz andere Frage. Warum sind eigentlich die Grünen so furchtbar abgestürzt bei der Bundestagswahl? Lag's doch an der seltsamen Und-Du-Plakatkampagne, haben Sie es gesehen? Ich habe meine Partei in die Scheiße geritten. Und du? Ja, ich nicht. Und du? Vor allem möchte ich von dir nicht geduzt werden, Freundchen. Jürgen Trittin, für viele der Hauptschuldige. Und natürlich die Sache mit den Steuererhöhungen. Beim Parteitag im April beschlossen mit einer, das muss man allerdings zugeben, absolut nachvollziehbaren Begründung. Für Einkommen über 80.000 Euro. Das dürften die wenigsten im Saal hier persönlich betreffen, weil das eine Einkommensklasse ist, die weit über mir, meiner liegt. Aber da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Kein Mensch auf der Welt sollte mehr verdienen als dieser unbekannte grüne Brillenbär, meine Damen und Herren. Heute, nach dem Wahldebakel, nach den 8,% sagen alle Grünen, das mit den Steuern, das war echt ein Griff ins Klo, Riesenfehler. Man kann Steuern erhöhen, aber nicht so viele auf einmal. Das ist mal ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Ein Irrsinn. Deswegen gab es ja auch beim Grünen Parteitag im April, als die ganze Steuerorgie zur Abstimmung stand, insgesamt, ich habe es mal nachgeguckt, 0 Gegenstimmen, meine Damen und Herren. Ja, 0. Bei über 800 Delegierten 0. Auch nicht von Herrn Kretschmann. Ganz eindeutig nicht. Jürgen Trittin ist immerhin als Fraktionsvorsitzender zurückgetreten diese Woche. Und das ist nur einer von vielen angekündigten Rücktritten. Wir schalten jetzt mal live nach Berlin zu unserem Executive Senior Hauptstadtreporter Ulrich von Hesen. Ulrich, wird da jetzt mal richtig aufgeräumt in dem grünen Saustall? Ja klar, Grüne räumen auf. Alter, das sind Grüne. Die waren alle auf der Waldorfschule. Die malen mit Fingerfarben ein total dämliches Steuerprogramm, holen damit 8% und ihr Lehrer malt ihnen am Schluss trotzdem noch eine kleine Sonne ins Heft. Waldorfschule, das sind ja nun wirklich uralte Klischees.
Das sind Tatsachen, Sie Ei. Die kennen kein Leistungsprinzip. Wenn Grüne Reise nach Jerusalem spielen, dann stellen die jede Runde einen Stuhl dazu. Und wenn Claudia Roth als Parteichefin zurücktritt, dann wird sie natürlich 5 Minuten später Vizepräsidentin des Bundestags. Ja, warum auch nicht? Entschuldigung, Claudia Roth, das ist doch im Grunde eine verdiente Frau. Absolut. Ein Bundestag ohne Claudia Roth, also in so einer Welt möchte ich nicht leben. Was wir da verpassen würden. Und nicht der, wenn er genau über diese Menschen nicht das tut, was er tut. Oh. Naja. Ja, ja. Und das war mit Abstand Ihre beste Rede in diesem Jahr. Bei jeder normalen Partei landest du als Wahlverlierer, aber ratzfatz beim Abdecker, so sieht's doch aus. Ulrich, das ist doch Quatsch. Ist doch wahr. Der arme Brüderle, der sitzt zu Hause und schlürft allein im dunklen Riesling aus dem Tetrapack. Aber Tante Claudia darf weiter im Bundestag die Luft wegatmen. Aber es gab doch Rücktritte diese Woche bei den Grünen. Ach ja? Welche denn? Hier, wie heißt die Kirchentagstrulla mit dem Magengeschwürgesicht? Göring irgendwas. Die wird Fraktionsvorsitzende. Ein toller Rücktritt. Und der Özdemir, der sagt Montagmorgen... Dass es nicht einfach so weitergehen kann, das scheint doch offensichtlich zu sein. Dazu gehört eine inhaltliche als auch eine personelle Neuaufstellung. Genau, personelle Neuaufstellung. Und wie die für ihn selber aussieht, hat er 3 Stunden später verraten. Ich habe ebenfalls mich entschieden, was ich machen werde. Ich sehe meine Rolle weiterhin an der Spitze der Partei und zusätzlich im Bundestag. Hä? Hat er denn nicht... Aber er hat doch... Hat er nicht am Morgen gesagt, personelle Neuaufstellung? Ja, ja, die anderen sollen sich neu aufstellen. Er doch nicht. Vielleicht muss man das den Grünen noch mal ganz grundsätzlich erklären. Im wirklichen Leben heißt zurücktreten, zurücktreten und nicht sich mit seinem Tortenarsch auf ein anderes Amt setzen, wo es für noch weniger Arbeit noch mehr Geld gibt. Meine Güte, ja, da kriegen Sie Gesinnungsapplaus, das ist ja klar. Ulrich, das ist doch absurd. Wir kennen uns jetzt so lange, dass ausgerechnet Sie sich für das Leistungsprinzip einsetzen. Die Grünen, die haben doch auch viel erreicht. Ach so, das finden Sie viel. Dann bin ich jetzt auch Grüner. Gucken Sie mal, ich mache eine Energiewende. Fertig, keine Lust mehr. Und hier, ich spiele Reise nach Jerusalem gegen mich selbst. Live im deutschen Fernsehen für 5000 Euro am Tag. Hui, auf welchen Stuhl werde ich mich setzen? Das wird spannend! Das wird vor allem albern. Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren, vielen Dank nach Berlin. Ja, es ist viel passiert diese Woche. Noch wissen wir nicht, wie lange das dauert, bis sich da Freiwillige gefunden haben, die mit Frau Merkel regieren wollen. In jedem Fall war es eine historische Wahlnacht an diesem vergangenen Sonntag. Und wir von der Heute-Show haben dem großen Anlass angemessen nicht einen, nicht zwei, nein, bis zu 3 Reporter mitten ins Getümmel geschickt. Einer für alle, alle für einen. Eine auch, eine. Der Erfahrene. Der junge Wilde. Und das Mädchen. Darf ich zu Merkel? Bitte. Genau. Du bist ja lustig. Du gehst mal schön dahin, wo wir zu Beginn unserer Karriere auch hin mussten. Ja. Du gehst mal schön zur FDP. Wichser. Das W-Team. Time to say goodbye. Herr Steinmeier. Herr Steinmeier, er müsste sich doch... Er war dran. Nein, ich war noch nicht dran. Niemals geht man so gern. Irgendwas von dir bleibt hier. Caro und Carsten, folgende Situation. Die CDU lässt mich nicht rein. Ich muss sagen, ich bin ein kleines bisschen enttäuscht. Oder wie Per Steinbrück es formulieren würde. Das ist heute hier meine erste Reportage von der Wahl.
Und ich dachte ja, es geht total ab mit Party und so. Und meine Kollegen, die sind bei der CDU und bei der SPD und die haben mich hierhin geschickt. Das ist ja schon Mobbing, oder? Das ist gemein. Wir sind nicht reingekommen. Und jetzt, Jungs, Mädels, wir brauchen einen Slogan. Jetzt heißt es nicht patzig werden, wir brauchen einen guten politischen Slogan. Geht's dir besser jetzt? Ja, jetzt muss ich Schlagersänger werden, weil ich nicht mehr Politiker werden kann. 1, 2, 3. CDU, blöde Kuh, lass die Heute-Show in Ruhe. Sei mein Engel heute Nacht, ein Blick von dir und mein Herz lacht. Es ist schlimmer, als wir dachten. Wer hat uns verraten? Christdemokraten. Wer hat uns verraten? Christdemokraten. Und können Sie sich das Ergebnis erklären heute? Warum hat der Wähler so schlau entschieden? Weil die Liberalen zu sozialliberal geworden sind. Das war ein großes Problem. Man hat die FDP nicht in der Regierung gemerkt und deshalb sind wir jetzt 10,1% gefallen. Haben dann jetzt nur die Apotheker gewählt? Reichte das nicht? Das reicht dir anscheinend nicht. Also. Hier neben mir steht jetzt ein Fan der SPD aus Südkorea. Wie haben Sie das Ergebnis aufgenommen? Ja, also CDU hat zugenommen und SPD hat also zugenommen. Abgenommen. Abgenommen und FDP ist abgenommen, ja. FDP ist quasi in der Urne gelandet. In der Urne gelandet, genau. Also unter 5% also Hürde, ja, wir Hürde, ja. Die Hürde, die Hürde. Ja. Gefallen, ja. Gefallen. Die FDP ist nicht über die Hürde gekommen. Oh ja, genau. Wie ist es denn da drin? Halb voll. Halb voll? Und dann kommen wir nicht rein. Die haben gesagt, es ist ganz voll. Nö. Vielleicht haben wir zu wenig beschissen. Nein! Doch! Nein, das war genug. Sie haben genug beschissen. Wo? Ich wüsste dann nicht. Wo soll ich denn da anfangen? Sie sind von Reuters, ne? Von der Presse. Ja, wir müssen da jetzt zusammenhalten. Presseboykott. Und Nein. Wir alle berichten jetzt einfach Nein. Nicht darüber, dass Merkel gewonnen Nein. Hat. Dann wird es keiner erfahren. Wir haben da praktisch jeden reingelassen. Und wenn ihr da nicht reinkommt, dann weiß ich nicht. Viel Spaß noch. Ich bleibe dran. Ich versuch's nochmal. Danke, wir sind verabredet. Nun lass mich doch mal in Ruhe. Mama, oh, I miss you sometimes. Mama, Frau Merkel, das war sie. Die Merkel fährt weg. Da ist sie wahrscheinlich auch nicht reingekommen. Haben Sie noch ein paar letzte Worte an die Heute-Show? Ein paar letzte Worte an Olli Welke? Es tut uns leid. Tut uns ernsthaft leid. Viel Spaß in der Arbeitslosigkeit. Ja, das finde ich rührend, dass die sich bei mir entschuldigen, muss ich sagen. Ja, letzte Woche haben wir hier nicht nur über die FDP geredet, sondern wir haben hier letzte Woche auch ein paar unschöne Dinge über den Bayerischen Rundfunk gesagt. Und im Nachhinein muss ich sagen, man lernt ja dazu, das war so nicht in Ordnung. Denn bei der Übertragung der Bundestagswahl, da hat sich gezeigt, beim BR arbeiten 1A-Journalisten, die auch, wie Sie hier sehen werden, sehr kollegial miteinander umgehen. Wir haben 17.56 Uhr und 42 Sekunden, lieber Andreas Bachmann. Nicht mehr lang hin, ne? Bis zur Prognose. So ist es. Knappe 4 Minuten. Das bleibt spannend. Ich kann einen spannenden Wahlabend heute Abend auf jeden Fall schon mal versprechen. Alles klar, gut. Dann schauen wir gleich mal in die Parteizentralen. Laber du mal. Ich gehe jetzt nach Hause. Das war die Heute-Show. Jetzt kommt Aspekte. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.